Meine sehr verehrten Damen und Herren, es spricht nun zu uns Romeo Franz, Mitglied des Europäischen Parlaments für Bündnis 90 Die Grüne und Komponist des Geigentons hier am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma. Romeo, du hast das Wort. Per Wim Bachtalero Male, Laccio Divis, Moschade Giuliani, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, every day is Roma Day. Mit dem Roma Day feiern wir den ersten Kongress, den Roma-Kongress, einer der ersten Meilensteine der Bürgerrechtsbewegung der Menschen mit Roma-Hintergrund. Der erste Kongress nach dem Holocaust, dem 500.000 unserer Menschen zum Opfer gefallen sind. Every Day is Roma Day ist das erste Bündnis der Solidarität mit den Roma Europas, initiiert von der Stiftung Denkmal mit seinem Direktor Uwe Neumerker, seiner Mitarbeiterin Jana Michlow-Heresi, den Romnocare mit Daniel Strauß, Rohmaterial mit Hamze Vitici, den Zentralrat der Juden mit Micky Fuhrmann und all jenen, die ich hier nicht persönlich erwähnen kann. Ein Bündnis, das demokratisch auf Augenhöhe und gleichberechtigt entscheidet und die Ursache der Situation der Menschen mit Roma-Hintergrund fokussiert, dem Antiziganismus. Blicken wir darauf, was das Bündnis und was wir alle bereits erreicht haben. Erstens, wir konnten durch die Staatsverträge in Baden-Württemberg, Hessen und Bayern, die mit den Landesverbänden der deutschen Sinti und Roma geschlossen wurden, endlich als gleichberechtigte und als gleichwertige Partner Gehör verschaffen. Wir konnten erreichen, dass der Antiziganismus als Fluchtgrund heute in Deutschland Anerkennung findet und dass unsere Schwestern und Brüder aus dem ehemaligen Jugoslawien der Unterdrückung entkommen können. Und wir konnten nach langen Ringen mit der Bundesregierung am 27. März 2019 endlich eine unabhängige Expertenkommission Antiziganismus berufen. Das alles sind wichtige Schritte, den Antiziganismus zu benennen und zu erkennen, um ihn konsequent zu ächten und zu verurteilen. Wir müssen den politischen Verantwortlichen endlich erkennen, dass Strategiepläne nur dann funktionieren, wenn Antiziganismus als Ursache erkannt wird und auf allen Ebenen der Gesellschaft geächtet und bekämpft wird. Betroffene, von Beginn an gleichberechtigt in die Konzeption von Inklusionsplänen und in die Ausbildung auf Augenhöhe mit einbezogen werden, emanzipatorisch Selbstbewusstsein stärken und von der Basis nach oben. Nur so erreicht man nachhaltigen Erfolg bei der Inklusion. Minderheiten, eigene NGOs, den Zugang zu den Fördermitteln ermöglicht und nicht derart bürokratisiert, dass ein kleiner minderheiteneigener Verein keine Möglichkeit hat, die Förderung zu bekommen oder Gefahr läuft, von einem großen Träger instrumentalisiert wird. Ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung den von der EU geforderten nationalen Plan zur Inklusion der Menschen mit Roma-Hintergrund endlich umsetzt und ihre Blockade, die sie seit 2011 aufrechterhält, aufgibt. Wir Menschen mit Roma-Hintergrund haben keine gleichberechtigte Teilhabe, weder im Bereich der Bildung, noch auf dem Arbeitsmarkt, noch auf dem Wohnungsmarkt oder im Bereich Gesundheit. Wer hier etwas anderes behauptet, hat keine Ahnung von der Situation unserer Menschen oder er lügt. Hätten wir schon seit 2011 gemeinsam einen Plan erarbeiten können, dann hätten wir gemeinsam in den letzten 8 Jahren viel mehr für die Bürgerinnen und Bürger mit Roma-Hintergrund und der ganzen Gesellschaft erreichen können. Denn das Scheitern in der Inklusionsfrage ist Wasser auf den Mühlen der Rechtspopulisten und Rassisten und gefährdet den sozialen Frieden in unserem Land. Liebe Freundinnen und Freunde, wie sieht denn der Roma Day, Every Day is Roma Day, für unsere Menschen aus? Gerade in der letzten Woche haben sich wieder Dinge zugetragen in Duisburg, die genau zeigen, wie für uns die Situation aussieht.
Es wurden hunderte Menschen aus Wohnungen herausgeholt mit der Aussage, der Brandschutz wäre nicht gewährleistet. Man hat diese Menschen aus ihren Häusern gezwungen, vor einer Turnhalle warten lassen, was sie damit bezwecken, was die Stadt damit bezweckt, die politisch Verantwortlichen ist, den Menschen das Leben in Duisburg unmöglich zu machen. Das ist Antiziganismus in Reinform. Das ist das, was unsere Menschen jeden Tag erleben müssen. Wir haben pogromartige Verfolgungen, wie gerade jetzt wieder in Frankreich oder in der Ukraine, wo Menschen von uns ermordet wurden, von Nazis. Das ist die Situation, mit der wir Menschen mit Romno-Hintergrund konfrontiert sind. Meine Damen und Herren, Everyday is Roma Day sieht etwas anders aus, wie manche glauben. Antiziganismus ist die stärkste Form des Rassismus, den wir in Europa haben, und das ist seit Jahrhunderten so. Und dagegen müssen wir gemeinsam kämpfen, und die Regierung müssen erkennen, dass der Antiziganismus anerkannt werden muss und genauso geächtet werden muss wie der Antisemitismus. Prozent der Befragten einer Umfrage vor 2 Jahren haben Probleme damit, wenn Sinti oder Roma neben ihnen wohnen, möchten sie aus Innenstädten verbannen. Das ist mehr als jeder Zweite. Liebe Freundinnen und Freunde, das darf nicht weiter ignoriert werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch heute hier stehen und zeigen, wie die Situation aussieht, was Antiziganismus anrichtet. Hier, wenn wir Antiziganismus bekämpfen, bedeutet das auch, dass die gesamte Gesellschaft davon partizipiert. Wir müssen weiter kämpfen, und ich freue mich, dass ihr an meiner Seite seid. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, ein gutes Gelingen. Opre Roma!